Oh mein Gott, auf der Sensation Pick Skala haben sie nur 1 von 3 Blitzen. Endlich wieder eine Mystery Box. Sugar Fairy hat mir leckererweise eine zugeschickt. Die verkaufen kuriose Süßigkeiten aus aller Welt in ihrem Laden in Berlin oder natürlich im Online-Shop. Und heute geht die Reise nach Frankreich. Fangen wir unsere kulinarische Reise durch Frankreich mit den Haribo Orangina Pick an. Wer kennt sie nicht? Ich kenne sie nicht. Oh mein Gott, auf der Sensation Pick Skala haben sie nur 1 von 3 Blitzen. Okay, wahrscheinlich bedeutet das nur, wie sauer die sind. Ich habe keine Ahnung. Traditionell bin ich immer eher der Fan von den roten Sachen. Toll, dass ich irgendwie nie eine Normalverteilung habe oder das drin habe, was ich vermeintlich mehr mag. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja hier anders. Hier seht ihr die Orangina, was auch immer, in der Großaufnahme. Ich snack mich mal durch. Eindeutig 1 von 3 Blitzen. Ich hätte vielleicht 1,2 Blitze gegeben. Okay, das schmeckt wie eine Orangenlimo. Die sind ziemlich soft. Wonach der jetzt hier schmeckt, fruchtig. Richtig sauer sind die nicht. Auch ziemlich süß. Finde die ganz lecker. Also mein Französisch ist mega mies, aber Milchschokolade. Und authentisch natürlich. Ich pack mal das kleine Bärchen aus. Sieht ein bisschen wie ein in Schokolade gegossenes Gummibärchen aus. Oder wie die Frankenstein-Version von dem hier. Ich probiere den mal. Ja. Ja, das kam unerwartet. Das ist hier so Marshmallow-mäßig. Nicht so richtig meins. Süß, aber nicht lecker. Und die Schokolade drumherum ist jetzt auch nicht so der Hit. Bläh. Okay, lebt es noch? Ja, ich glaube, das soll so Marshmallow-mäßig sein. Ja, vielleicht kann man die über ein Feuer rösten. Meins ist es nicht. Na gut, dann gönne ich mir mal ein Nestle Sunday. Cornflakes, Schokolade. Ich bin gespannt. Okay, sieht ein bisschen anders aus als auf der Packung, aber schon so klassischer Riegelmäßig. Oh, ich dachte, der wäre weich wie so ein Corny oder so. Hat ja gut geknackt. Schauen wir mal, wie das Mundgefühl ist und der Geschmack. Definitiv härter, als ich dachte. Er ist relativ geschmacksneutral. Jetzt kommt nach und nach irgendwas. Aber es schmeckt nicht nach Cornflakes. Es schmeckt nicht nach Karamell. Es ist süß. Schokolade geht ganz schön unter. Ich habe ja gesagt, dass ich in Französisch echt mies bin. Ihr könnt mir bestimmt sagen, was da alles drin ist. Aber Zucker ist ganz ordentlich drin. Ja, ist witzig. Ich kann nicht sagen, dass es nicht gut schmeckt, aber ich kann auch nicht behaupten, dass es richtig geil schmeckt. Und wonach es eigentlich hätte schmecken müssen, habe ich so noch nie gegessen. Spannende Geschichte. Fourage fondant au chocolat. Na gut, dann gönne ich mir mal hier so eine Schnitte von Lou. Ich werde jetzt probieren. Okay, wie spricht man das aus? Napolitain? Ich habe keine Ahnung. Und ich entschuldige mich für meinen schlechten Nachahmungsdialekt. Aber das sind alles Übersprungshandlungen. So sieht die dann aus. Ich überlege gerade, habe ich die nicht schon mal gegessen? Ich probiere mal das Küchlein. Ich glaube, die habe ich schon mal gegessen. Und wenn ja, dann blende ich euch hier oben mal den Test ein. Schokolade ist da, aber jetzt nicht so intensiv. Der Teig, ja, oben dann diese Zuckerschicht mit den Streuselchen. Und typisch bei diesen kleinen Küchlein, so ein bisschen Alkoholgeschmack kommt auch durch. Die sind ausgesprochener Mittelmaß. Die sind nicht zu trocken, aber nicht zu saftig. Aber es gibt so viele leckere Backwaren in Deutschland. Da greife ich wahrscheinlich eher zu einer Alternative. Aber jetzt Nougat. Aber nicht normaler Nougat, sondern weißer Nougat, der mit normalem Nougat überhaupt nichts zu tun hat, außer dass er auch Nougat heißt. Denn das ist hier im Prinzip eine Schaumzuckerware und das sieht man auch an den Zutaten. Spannend bei so einem Nougat ist eigentlich immer, zieht er eben die Blomben raus oder ist er ein bisschen weicher? Wir gucken mal. Ich glaube, ersteres. Boah. Ist gut für ein Krafttraining. Glaube ich. Wobei, wenn ich den hinterher esse, ist das ganze Training natürlich hin. So viel Zucker wieder drin ist. Ich werde mir mal die Blomben rausziehen. Na, okay, beim Essen geht's. Sobald der Speichel rankommt, wird das Ganze weicher. Geschmacklich finde ich den ganz gut. Die Mandeln kommen ganz schön raus. Ansonsten natürlich eine ungemein süße Angelegenheit. Und ein bisschen klebrig. Und ein bisschen schmierig. Ja, finde ich aber gar nicht schlecht.
Zeit, um das Ganze mal runterzuspülen mit einer Tropical Oasis. Als ich das gerade in der Box gesehen habe, dachte ich für einen kurzen Moment, das wäre eine Fanta, aber nö. Und wir sind ja hier beim Mystery-Thema und wenn ihr wissen wollt, wonach die Pink Mystery Fanta in diesem Jahr schmeckt, dann schaut euch hier die Auflösung dazu an. Okay, irgendwie habe ich es orange erwartet. Das ist ja mehr so ein bisschen gelblich. Ich riech mal dran. Riecht nach Mandarine. Okay, ich teste dann mal den Geschmack. Ja, vom Geruch hätte ich irgendwie Mandarine gesagt. Okay, hier kann man es ja ein bisschen sehen. Orange, was ist Pomme? Fruit de la Passion, also Passion Fruit, Passionsfrucht und Mango. Also sobald man einen Mix hat, den man nicht so richtig identifizieren kann, dann nennt man das in der Werbung einfach Tropical. Was mich unglaublich irritiert, hier ist keine Kohlensäure drin, das habe ich irgendwie erwartet, aber es sprudelt auch nicht. Ja, ist auf jeden Fall eine süße Limo, erinnert mich geschmacklich total an Fanta Mango. Trinke ich aus, aber muss ich nicht nochmal. Das ist lustig und die Älteren unter euch werden den Gag verstehen. Kojak heißt der Lolli. Es gab mal so einen Detektiv, Polizisten, Polizist, Detektiv. Ihr wisst es besser als ich. Der hat immer einen Lutscher gelutscht. Da habe ich gerade was mit Bubblegum gelesen. Oh, oh, Bubblegum filled. Der Traum für jedes Kind, glaube ich. Ich bin mir sicher, das wird kein Traum für mich. Wow. Okay. Das ist mal ein Riesenlutscher und quietschrot. Ich riech mal dran. Okay, das überrascht mich. Der riecht nach nichts. No. Ich glaube, das soll Kirsche sein. Schmeckt so wie ein M-Eukal, nur ohne Menthol. Da kann man es noch erahnen. Cherry Flavor. Das ist ja schön, wenn die Zutaten so raufgeschrieben werden, dass wenn man die Packung öffnet, die gar nicht mehr lesen kann. Das macht Mut. Manchmal ist es auch besser, gar nicht zu wissen, was drin ist. Da seht ihr es nicht lecker, aber das ist der Kaugummi. Ein Stück habe ich schon im Mund und der schmeckt so künstlich wie so ein Kaugummi aus dem Automaten. Der Geschmack ist da irgendwie auch nach 3 Minuten kauen weg. Löst totale Kindheitserinnerungen bei mir aus, aber heutzutage nicht mehr ganz so lecker. Schade, den Lutscher selber fand ich eigentlich ganz lecker. Jedenfalls vielen Dank für die Reise zurück in die Kindheit. Das war spannend. Mein Endgegner. Haribo Dragibus. Die habe ich schon mal gegessen. Wenn ihr wissen wollt, wie die schmecken, dann schaut euch hier das Unboxing an von dem Paket, das Rebecca mir geschickt hat. Oder hier noch mehr Mystery in der ersten Sugar-Fari-Box. Also, bis gleich.